Hallo, heute stellen wir euch eins unserer Lieblingsspiele im Haus vor, und zwar Dixit. Dixit ist ab 8 Jahren, kann von 3 bis 12 Spielern gespielt werden und dauert circa eine halbe Stunde. Die Spielregeln dazu erklärt euch unsere liebe Kollegin, die Lea. Okay. Also, wir haben vom Prinzip her einfach eine Leiter, die wir nach oben laufen mit unseren Punkten, den wir machen, indem wir die richtige Karte erraten. Aber ich denke, es ist viel einfacher, wenn wir es während des Spiels erklären. Zum Spiel bekommt jeder Spieler 6 Karten. So, es geht darum, dass jetzt eine Person sich aus ihren Karten eine Karte aussucht und dazu ein Wort sagt, ein Geräusch macht, einen Filmtitel, ein Zitat, ein Gedicht, irgendwas, was die Karte annähernd beschreibt. Es darf aber nicht zu einfach sein und es darf nicht zu schwer sein. Daraufhin gucken die anderen Teilnehmer in ihre Karten und versuchen, eine Karte rauszufinden, die dem Wort oder was auch immer gesagt wurde, auch zu, also was dazu trifft. Dann werden die Karten von der Person gesammelt, die das gesagt hat, gemischt, und dann werden die ausgelegt. Hier sind auch nochmal die Nummerierungen. Wir sind jetzt 4 Mitspieler und deswegen werden die 4 Karten dann hier hingelegt. Und dann müssen die 3, die das Wort nicht gesagt haben, müssen dann entscheiden, welche die Karte ist, die Ausgangskarte ist. Dafür haben wir dann hier so eine Steckkarte und dann können wir einfach im Geheimen reinstecken, okay, ich bin der Meinung, das ist Karte Nummer 3. Das machen alle, wenn es alle haben, wird es aufgedeckt und dann kommt es an die Punktevergabe, weil durch die Punkte klettern wir die Leiter rauf. Und die Punkte, wie wir sie vergeben, erklären wir, glaube ich, einfach beim Spiel. Genau, das ist am besten möglich. Genau, also es geht einfach um Ideenreichtum, Kreativität, Fantasie. Und wer fängt an? Anfangen wird der sich als erstes was überlegt, danach geht es im Uhrzeigersinn 3 um. Ich hätte schon mal was. Dann hat sonst jemand was? Dann starte ich mit: Der Jäger wird zum Gejagten. So, können wir mal ein bisschen während dem Spiel erklären. Jetzt gucken die anderen 3 nach einer passenden Karte zu meiner Aussage und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. So, es kann natürlich auch immer mal den Fall geben, dass jetzt jemand denkt, boah, ich habe gar keine passende Karte dazu. Dann legt man halt einfach irgendeine ab, von der man selber irgendwie nicht weiß, was man dazu sagen soll. Weil irgendeine Karte muss immer abgelegt werden. Genau, ich zeige mal auf. Genau, ist auch wichtig, Hoffi hat sie jetzt vorher gemischt, damit jetzt nicht irgendwie die Reihenfolge, wie wir sie abgegeben haben, wieder aufgelegt wird. So, jetzt müssen die 3 überlegen, welche Karte meine Karte war. Okay, dann aufdecken. Dann decken wir auf. Wir haben jetzt 3 mal die 3 und die 3 war richtig. In dem Fall ist die Wertung so, wenn alle 3 die richtige Karte ausgewählt haben, darf niemand einen Schritt vormachen. Doch. Verdammt. Hä, ich dachte noch nicht. Doch, nur du darfst nicht. Ah, okay, alle dürfen, außer ich darf. Genau. Ja, die Wertung, die ist jetzt hier schwierig. Aber wird ja in der Anleitung auch nochmal erklärt. Also es dürfen alle... Also für den Fall, dass es jetzt eintritt, dass wir alle die gleiche haben, dürfen wir alle 2 nach vorne. Genau, die Hasen hier vorne entsprechen der Karte unserer... Der Farbe. Farbe, danke schön, Farbe unserer Karte. Nur Hoffi darf keine vor. Ja. Hast du schon einen? Haben alle? Ja. Mhm. Okay. So, Ennis, welche ist deine? Die 4. Die 4. Wie war es mit der Wertung, Lea? Ich habe extra eine andere jetzt noch dazu reingenommen. Ach so, ja, um das machen. Ja. So, jetzt in dem Fall ist es so, dass Ennis Karte erraten wurde. Das bedeutet für Ennis, er darf 3 nach vorne. Ennis ist schwarz. 1, 2, 3. Die Leute, die Ennis Karte erraten haben, dürfen auch 3 vor. Habe ich auch 3 vor.
So, jetzt ist ja so, ich habe sie nicht erraten, das heißt, ich darf nicht nach vorne. Aber ich habe gesagt, ey, die 1, die sieht genauso aus, dass sie zum Klimawandel passt. Das war so überzeugend. Die Person, der die Karte Nummer 1 gehört, darf jetzt auch nochmal als Zusatz einen Ball nach vorne. Das war mein. Dann kommen die wieder weg. Jeder darf nochmal nachziehen. Mein Wort wäre Fortschritt. Okay. Alle fertig? Zweimal die 4, einmal die 2. Mhm. Richtig wäre jetzt die 4. Sehr gut. Das bedeutet, Flo darf 3 nach vorne. Hoffi darf 3 nach vorne. Und ich darf 4 nach vorne, weil der Ennis hat meine Karte ausgewählt. Und deswegen darf ich 3 nach vorne, weil ich richtig bin. Und 1 noch weiter, weil meine Karte auch so überzeugend war. Ich glaube, dann haben wir alle Szenarien abgedeckt. Ich glaube, schlüssig. Das Spiel macht großen Spaß auf jeden Fall. Empfehlen wir euch. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach.